Johannes, womit soll man anfangen? Fangen wir vielleicht kurz an mit der heutigen Nationalratssitzung und mit der Angelobung von Sebastian Kurz in seiner neuen Funktion als Klubobmann und Nationalratsabgeordneter. Wie hast du heute diese Angelobung und auch seine erste Rede, die er gleich im Anschluss gehalten hat, erlebt? Deine erste Einschätzung? Ja, er hat sich da sehr zusammengerissen, hat da versucht, keinerlei Emotionen zu zeigen. Und das hat er ja insofern auch geschafft, als er das Thema der Korruptionsaffäre und die jüngsten Vorfälle einfach gar nicht erwähnt hat. Also da hat er, ist er sozusagen in keinen Konflikt gekommen mit sich selbst. Ansonsten hat er, wie er es auch als Bundeskanzler getan hat, das Budget gelobt und auch darauf hingewiesen, auf die Entlastungen, die jetzt kommen werden. Also das war eine unspektakuläre Geschichte. Und aus dieser Geschichte würde ich jetzt auch keine Rückschlüsse ziehen. Sebastian Kurz ist hochprofessionell, sehr kontrolliert in der Regel, wenn er nicht gerade Chats schreibt oder sonst herausgefordert wird, offenbar. Aber sehr professionell und kontrolliert und das hat er heute demonstriert. Ja. Mhm.